Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich finde es schön, dass wir miteinander Ostern feiern dürfen. Es ist ja so, wir haben zwei Orte, wo die meisten Leute sind. Es sind nur vereinzelt die in die Quarantäne sein müssen oder die, die nicht aufstehen mögen. Die sind allein daheim. Alle anderen treffen sich entweder da oder in der Schüre oben vom Beat. Dort hat es auch noch eine ganze Schublade, wo miteinander zusammen sind. Auch euch herzliche Grüße von da aus. Ja, was ist eigentlich da passiert in Ostern? Für mich ist über die Jahre wirklich Ostern länger wichtiger geworden. Also was der Urs gesagt hat, Ostern, Weihnachten feiern wir Ostern zu wenig. Wir sind wirklich am Lernen, wie können wir Ostern neu füllen. Und Ostern ist für uns der Ort, wo Geschenke geschenkt werden und so weiter. Es fängt alles an zu wachsen, weil wir merken, wie zentral das Ganze ist. Und das fasziniert mich. Früher bin ich an einem Punkt, da habe ich gedacht, was ist eigentlich, wenn das alles gar nicht stimmt? Was ist, wenn der Jesus gar nicht auferstanden ist? Wenn das nicht wahr ist? Und das habe ich nicht nur theoretisch durchgespielt, sondern es hat mich wirklich im Herzen bewegt und ich habe mich gefragt, glaube ich da etwas, wo gar nicht wahr ist? Oder wo nur eine Theorie ist? Weil wer kann mir beweisen, dass der Jesus da auferstanden ist? Und so, als braver Christ bin ich gewesen, habe ich die Bibel gelesen und gesagt, ich suche in der Bibel die Antwort. Ich habe angefangen mit dem Matthäus und gelesen, wie dort die Auferstehung ist. Und dann habe ich gefunden, gut, und jetzt vergleichen wir es mit dem Markus nebendran, habe die beiden genommen, zusammen kopiert und angeschaut. Hey, das hat voll nicht zusammengepasst. Also der Matthäus schreibt irgendwie, wie Maria zuerst anrennt und, nein, ich verwechsel es jetzt, es war nicht der Matthäus gewesen, aber der eine schreibt, und der andere schreibt, wie der Petrus zuerst an ist, nochmal jemand trifft, also es geht nicht auf. Du kannst alle vier Evangelien nebeneinander anheben, man muss sagen, also jeder hat etwas anderes erlebt. Oder jeder hat sich etwas überlegt, wie es könnte sein, und es einfach aufgeschrieben. Aber es passt nicht zusammen. Ist jetzt der Maria, der Petrus oder der Johannes, der zuerst Jesus gesehen hat, oder gar der Gärtner, oder Hannah, es ist, glaube ich, Jesus, aber die Engel, also es ist ein Chaos, wenn du die anschaust, das muss man machen, ist wirklich noch lustig. Und ich habe ehrlich gesagt keine Antwort bekommen, im Gegenteil, ich kann mir sagen, irgendetwas stimmt nicht in dieser Sache. Da ist etwas komisch. Und ich habe angefangen daran zu zweifeln, beziehungsweise habe eine fromme Wegnung gefunden, ich zweifle nicht, ich glaube es einfach, weil lieber ich glaube es, dann komme ich vielleicht in den Himmel, wenn es dann wahr ist, als wenn ich es nicht glaube, weil dann komme ich nicht mal in den Himmel, wenn es wahr wäre. Verstehen? Das ist so die Teenie-Jugendlogik. Also wählst du mal lieber, sagst mal ja, kannst du nachher nein sagen. Und ich habe eine Zeit lang so geglaubt oder so unterwegs und gefunden, ja, ich glaube, es stimmt schon irgendwie, hoffentlich. Und interessant ist ja, dass ganz von Anfang an, dass es schon so verkündet worden ist. Also die Zweifel an der Auferstehung findest du jede Ostern wieder, wenn du irgendeine wissenschaftliche Zeitschrift kaufst am Kiosk, hast du wieder einen Artikel, warum die Auferstehung nicht sein kann. Und die Thematik, warum sie nicht sein kann, ist übrigens schon ganz, ganz am Anfang gewesen. Ich lese euch vor, Matthäus 28. Dort heisst es, Vers 11, genau. Mein Mikrofon tönt heute recht laut. Knackst irgendwie, schwächst mir dann. Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern, was alles geschehen war. Also wie sie verwacht sind und der Stein offen war und alles leer ist und so weiter. Diese trafen sich darauf mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine anschauliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt einfach, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schliefet, und hättet den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde die Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag weit verbreitet. Ja, Matthäus 28, da kommt das erste Gerücht drin. Der Jesus ist nicht auferstanden. Nein, nein, weißt, die Jünger sind gekommen. Ja genau, die Jünger, wie am Trauren sie sind gekommen. Und haben den Stein weggetragen. Ja, die einen sagen, ja, die Frauen sind es. Natürlich, die Frauen, den Grabstein weg. Ich habe jetzt kein Bild mitgenommen von dem Grabstein, aber es ist nicht einfach so ein Steinchen mit 20, 50 Kilo. Nein, das war ein Riesending.
Und die ersten Theorien, dass Jesus nicht auferstanden ist, sind da geleitet worden und sind weitergetragen worden. Also das geht durch die ganze Kirchengeschichte durch. Immer wieder gibt es ganz viele Leute, die sagen, nein, das ist nicht wahr, es kann nicht sein, es stimmt nicht. Und immer wieder versuchen die Christen einen Weg zu finden, um zu sagen, ja, doch irgendwie. Und es kommen dann ganz spannende Theorien auf, muss man so sagen, wie das Jesus doch hat können irgendwie überleben und das Ganze. Also weißt du, so, es ist ein anderer gewechselt worden, das ist eine Theorie, der Josef ist dann ausgewechselt worden mit Jesus bei der Kreuzigung. Jesus ist dann vorgeschlichen, er ist gar nicht richtig gestorben, sondern es ist ein anderer gewesen und Jesus hat dann weitergelebt und darum lebt er irgendwie. Andere haben formuliert, ja nein, weißt du, der Lanzenstich war die Rettung für Jesus. Da hat ja ein Soldat Zitia gestochen, um zu schauen, ob er wirklich tot ist an der Kreuzigung. Und durch das, er gestochen ist Jesus ohnmächtig geworden. Und dann hat man ihn früher abnehmen, bevor er richtig gestorben ist. Er ist ohnmächtig ins Brabien gelegt worden und darum hat er weitergelebt. Also da wieder ganz viele wirklich straube Theorien, die man irgendwie versucht zu begründen, dass Jesus eben irgendwie es überlebt hat. Wie man möchte darauf festheben, dass er gelebt hat und dass er nachher ja den Jüngern begegnet ist irgendwie. Und gleich kann man es nicht ganz glauben, dass die Auferstehung einfach eine Auferstehung ist. Ja, die Jünger haben gemeint, das Grab sei leer. Die Jünger wollten betrügen. Sie haben das absichtlich, ein Gerücht drin gebracht, dass Jesus auferstanden ist. Also wirklich, er findet alles. Und bis heute wird so Sachen diskutiert und behauptet. Aber ich möchte jetzt dieser Hypothese, ist interessant, ich bin ja nicht der Erste, der das macht. Ich finde es eine gute Frage, wo man wirklich auf den Grund gehen. Was ist, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Einfach mal das Fertigdenken, wie ist das, wenn Jesus halt irgendwie einen Betrug gemacht hat oder wenn es wird Jünger da, einfach wie man sagt über sie, sie hätten nur gelogen und so gesagt, ja, weißt du, er ist auferstanden. Wie sonst wären ja die Jünger falsch gelegen 3 Jahre? Weißt du, wie dumm wäre das? Und damit sie nicht falsch schlagen, würden sie, also, wie ist jetzt das? Und bereits der Paulus hat das gesagt, im, die wollen nachschauen, 1. Korinther 15, das ist die Basis der heutigen Predigt, 1. Korinther 15, und zwar hat Korinther-Räte, auch wieder die Gemeinde in Korinth, die gesagt hat, oh, du, das mit der Auferstehung kann man nicht so ganz glauben, ja, das mit dem Jesus schon, aber haben wir jetzt genauso verstanden? Da haben wir echt unsere Fragezeichen. Nein, wir glauben nicht. Irgendwie so. Und so hat der Paulus nachher geschrieben, Christus wird somit als den verkündet, der von den Toten auferweckt hat. Wie könnten da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, ja, dann ist der Christus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott aussagen, das nicht stimmt. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass er die Toten nicht auferweckt werden, hat er es gar nicht getan. Und ebenso noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünde auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Paulus fasst das so schön zusammen und ich bringe die Punkte jetzt ein bisschen rausgeschält, ein bisschen anders formuliert. Hey, was ist, wenn Christus nicht auferstanden ist, man fertig zu denken? Wäre er nicht auferstanden, ist alles das, was er gemacht hat, historisch zwar ganz spannend und irgendwie interessant für Geschichtsschreiber, aber es gibt keinen Grund, das, was er gesagt hat, zu glauben. Alles, was er gesagt hat, wäre einfach nur eine schöne Ideologie, spannende Gedanken, es wäre gut zu machen und es wäre toll, was er gemacht hat, aber es hat keinen Wert, um das wirklich umzusetzen. Ja, Jesus wäre so ein Vorbild wie ein Gandhi, ein Martin Luther King, ein Neil Armstrong oder ein Obama, wo du sagst, wow, gut gemacht, super, wir sind stolz auf dich. Und du kannst von ihm noch gut lernen. Schaust du ein bisschen, wie er es gemacht hat, kannst du es auch ein bisschen so machen.
Das wär's. Aber sein Wort Vertrauen, was er gesagt hat, und sagen, also gut, ich glaube dir, Gott, du bist da. Und ich glaube, du bringst es zu einem guten Ende. Diese Worte darfst du nicht ernst nehmen. Wie Jesus hat Kraft nicht gehabt, ein gutes Ende herbeizuführen. Wenn er nicht verstanden ist, ist er gestorben, wie alle anderen auch, und auch wir werden so sterben. Es lohnt sich nicht, diesen Worten wirklich Glauben zu schenken. Es sind nur motivierende Sätze, die uns motivieren im Alltag. So, ja, stimmt, schauen wir aufs Gute, glauben, das kommt gut. Wenn Jesus nicht verstanden wäre, wäre unsere Hoffnung sinnlos. Ja, der Paulus sagt, wir sind die dümmsten Menschen, die es überhaupt gibt, weil wir unser Leben auf eine Illusion gebaut haben. Ja, wir hätten gebaut und gehofft, wir hätten die Gemeinde gelebt, wir kämen am Sonntag an, wir investieren Geld und Zeit und alles Mögliche in etwas, was sich gar nicht lohnen würde. Bei mir, mein ganzer Beruf, das ganze Leben, das ich investiert habe, wäre sinnlos. Wenn es nur darum geht, zu sagen, du, der Jesus hat hier gelebt, hat gute Ideen gehabt und machen wir das auch ein bisschen so, es tut uns gut. Es wäre eine Verschwendung, eine pure Verschwendung. Oder eben in der Luther-Übersetzung sagt der Paulus, die bedauernswertesten Menschen unter allen. Also es geht nicht nur am Sonntagmorgen von ihren Armen aufstehen, wir können lieber ausschlafen als Nichtgläubige. Nein, es wäre bedauernswerter. Wie viele Menschen haben das Leben gegeben für Jesus? Wie viele Menschen sind angestellt und gesagt, ist mir gleich, ich glaube an ihn, auch wenn du mich umbringst, auch wenn du mich folterst, ich glaube an den Jesus, der lebt, der gibt es, das ist wahr. Hey, das wäre alles nur, ja, Pech hast du gegirrt. Und da reden wir nicht von 200, 300 Leuten. Nein, das sind Tausende von Leuten. Oder der Paulus redet nachher noch ein bisschen weiter und sagt, so fast auf den Punkt gebracht, kommt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ja, wenn Jesus nicht verstanden ist, dann ist wirklich Zeit zum Essen und Trinken, das ist etwas Höchstes, was man machen könnte. Alles andere lohnt sich nicht. Dann genieß das Leben so gut du kannst und was du kannst und nimm so viel du kannst aus dem Leben raus, und, weil nachher bist du eh tot. Aber die Hoffnung, dass es nach dem Tod weitergeht, ist weg. Nein, es gibt keinen Grund, dass es nach dem Tod weitergeht in dem Moment. Es gibt keinen Grund, daran zu glauben. Du kannst genauso gut das berühmte Spaghetti-Monster glauben und sagen, das hilft mir dann irgendwie. Ja, das hilft dir dann genauso gut wie der Jesus, der nicht verstanden ist. Wenn Jesus nicht verstanden wäre, wären wir verurteilte Sünder. Ja? Es gibt ganz viele übrigens religiöse Fanatiker, ich nenne es mal religiös, die gerne Kirchen oder Gott spielen. Ganz viele Sekten, die sagen, weißt du, so und so musst du leben, dann machst du es richtig. Wenn du Sport machst jeden Tag, dann geht es dir gut, dann wirst du ein gutes Leben haben. Wenn du das und das isst, dann wirst du ein gutes Leben haben. Wenn du freundlich bist mit allen Menschen, dann wirst du ein gutes Leben haben. Wenn du einfach immer lächelst und alles annimmst, wirst du ein gutes Leben haben. Wenn du dich nicht beeinflussen lässt von den Menschen um dich herum und von der Werbung, dann wirst du ein gutes Leben haben, dann wirst du glücklich sein. Wenn, dann. Das ist das religiöse Fanatische. Und ganz egal, in welche Richtung das geht, wir haben immer wieder so Sätze in unserem Denken, die ganz natürlich sind. Wenn ich gut arbeite, komme ich genug Geld über. Wenn ich anständig bin, geht es gut. Wenn ich mich gut schütze, komme ich Corona nicht über. Wenn, dann. Alles das wenn, dann. Und es hat überall etwas drin im Fall. Es ist nicht falsch. Aber das wird zu unserem Gott, das wird zu unserer Hoffnung. Wir bauen auf das. Jetzt habe ich mir doch so fest Mühe gegeben, wieso komme ich es jetzt nicht über? Jetzt habe ich so viel gelernt auf die Prüfung, wieso habe ich keine gute Note? Wenn ich die Hoffnung darin setze, das ist die Gefahr. Und wenn wir anfangen, auf den Jesus zu hoffen und Hoffnung in die setzen, dass er uns zu ihm vergibt, wir sagen, das stimmt nicht. Nein. Sondern es würde viel mehr heissen, ja, wenn du dir Mühe gibst, kann es sein, dass vielleicht deine Sünden irgendwann vergeben sind. Aber wir wissen es nicht so genau.
Weil das, was Jesus gesagt hat, stimmt ja auch nicht zu alles. Er hat gesagt, er steht wieder auf, hat er nicht gemacht. Von dem her, woher sollen wir wissen, dass das wirklich so ist? Und woher wissen wir, dass er am Kreuz für mich gestorben ist? Links und rechts sind andere auch gestorben. Die hätten auch können sagen, sie sind für mich gestorben. Woher soll das stimmen, dass da wirklich einer gestorben ist für mich? Von dem her, nein, darfst du nicht darauf bauen. Wenn Jesus nicht verstanden ist, bau bitte nicht drauf. Du hast keine Garantie, dass deine Sünden vergeben sind. Du hast mehr Garantie, dass du mit dem Nachbarn freundlich sein musst, in der Hoffnung, dass er dann auch wieder freundlich wird und so die Fehler, die du gemacht hast, vergeben ist. Ja, du kannst nicht auf Gnade hoffen, sondern du kannst nur darauf bauen, dass du viel Gutes machen am anderen wieder in die Versöhnung kommst. Ja, wenn Jesus tot wäre, wäre jede Predigt sinnlos. Die Wirklichkeit hinter all diesen Sätzen, die ich predigen will, und auch andere überall, würde nicht wirken. Es ist keine Kraft dahinter. Es sind einfach schöne Worte, gut geredet, wo du kannst sagen, hat schön tönt, eine lässige Predigt sein. Das wäre so die Antwort damit. Nein, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann bleibt es eine lässige Predigt nicht mehr. Oder anders formuliert, all die Predigten wären gute humanistische Lehrsätze. So das Stichwort, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Oh, das tönt gut. Ja, das machen wir. Ich habe mich gerne, ich habe den Nächsten gerne und gebe mir Mühe. Heute hat er mich zwar geärgert, heute habe ich ihn nicht so gerne, aber ich gebe mir Mühe. Das ist Humanismus. Ich gebe mir fest Mühe, dass ich trotzdem ein guter Mensch bin, weil ich glaube an das Gute im Menschen. Das musst du glauben, wenn Jesus nicht verstanden ist. Dann musst du an das Gute im Menschen glauben. Dann musst du dich bemühen und jede Predigt musst du hören, was du besser machen musst. Und dann kannst du heim üben, dass du es besser kannst. Ja, wenn Jesus nicht verstanden ist, wirst du nichts von einer Kraft erleben, die dich verändert im Alltag. Was wäre, wenn Jesus nicht verstanden ist? Der ganze Glaube bricht zusammen. Alles geht ineinander. Ich würde nicht bei dieser Frage sein. Der Paulus übrigens auch nicht. Der geht nachher weiter. Ab Vers 22, Vers lesen wird im Kapitel 15 daheim. Er fängt nachher an und sagt, hey, aber im Fall, er ist auferstanden. Es ist wahr. Es ist real. Und dann fängt er an, die bringt er ein bisschen vor in die Begründung, dass wie viele Menschen das schon gesehen haben. Er sagt, hey, nicht nur ich habe ihn gesehen, sondern angefangen hat es mit den Jüngern. Mit den Frauen zuerst, dann mit den Jüngern. Und nachher hat es 500 Leute gehabt, die haben Jesus real gesehen. Ja, jetzt, wem willst du glauben? Willst du diesen gescheiten Wissenschaftler glauben, die 2000 Jahre nach Jesus leben und sagen, da haben wir schon unsere Fragezeichen, ob der verstanden ist? Oder willst du diesen Leuten glauben, die ihn gesehen haben, die ihn verstanden ist? Wenn mir jemand, sagen wir, es ist ein Einbruch passiert. Irgendwo in Zürich, in der Stadt, ein Einbruch passiert. Und jetzt kommen zwei Leute und sagen, du, wir haben es im Fall gesehen. Wir haben gesehen, das war im Fall ein Mann, der hat eine Maske angehabt, schwarz und so. Und das und dieses, der ist um die Zeit dort eingestiegen. Und jetzt kommen 2000 Henker und sagen, hey, das stimmt im Fall gar nicht. Also, wir sind ganz sicher, wir haben es uns überlegt, wir haben jeden Zeitungsartikel gelesen über den Einbruch und wir wissen ganz sicher, das kann nicht sein, weil um diese Zeit haben die gar nicht aufstehen, es ist kein Zug gefahren, kein Auto, wir haben alles genau geforscht. Es ist nicht möglich, wir wissen es ganz genau. Wem wollen wir jetzt mehr glauben? Denen, die ganz viel überlegt haben, aber nie da gestanden sind zu dem Zeitpunkt oder die, die da sind? Wir sind wirklich so dumm und wir lassen uns darauf ein, dass wir Leute, die nicht mal da waren, die es nicht wissen, sondern die nur nachdenken, dass wir denen mehr Glauben schenken, als die sagen, ich kann nur sagen, was ich gesehen habe. Ich bin zwar naiv, aber ich habe es gesehen. Ich glaube nicht nur sonst hat Jesus in der damaligen Zeit, heute ist es nicht mehr so, aber in der damaligen Zeit zuerst Frauen vorausgeschickt. Weil in der damaligen Zeit hat man gesagt, Frauenzeugnis gelten nicht, nur Männerzeugnis sind wahr. Und Jesus sagt, nein, zuerst kommen die. Ich zeige euch, wer das darf. Ja, sogar die Unmündigen dürfen zeugen, es ist wahr, man darf es glauben.
Die anderen sind ja nachher auch noch alle gekommen. Also, wirklich 500 Leute haben es gesehen. Das hat für mich mehr Wert, als egal wie viele Wissenschaftler sagen, ich weiß nicht. Und jetzt können wir an die Bibel zweifeln, ob sie wahr überliefert ist. Da, ich kann auch gerne in den Unti kommen, so Themen sind wir im Unti dran. Warum das wahr ist und so weiter. Aber Jesus ist verstanden, es ist wahr. Er ist tatsächlich verstanden und seine Worte sind darum wahr. Von dem Moment an fängt es an, Wahrheit zu werden. Was er erklärt hat, was er gesagt hat, stimmt und ich darf es glauben. Ich darf die Sätze wahrnehmen und sagen, es stimmt. Seine ganzen Lehrsätze lohnen sich zum Befolgen. Er ist nicht nur ein Vorbild, wie er es gelebt hat, sondern dass er auch verstanden ist und dass er auf mich wartet, dass ich selber verstehen werde, ist wahr. Das ist das, wenn wir richtig tot schauen oder Freunde von uns sterben, Familie, Geschwister im Glauben. Wir sind genauso traurig wie die anderen, wenn wir jemanden verlieren. Und gleich nicht so bodenlos traurig, weil wir wissen, dahin ist noch Verstehung. Und das ist das, was mich immer wieder freut. Wenn ich darf oder muss eine Abdankung halten, wie schön vom Wissen, wenn die Person bei Jesus ist und sagt, hey, du, es geht weiter und wir werden sie eines Tages sehen. Was für eine Hoffnung, die über den Tod ausgeht. Gewissheit, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, sondern Jesus. Plötzlich ändert alles und es ist wirklich Auferstehung, es ist Morgen, es ist Tag, es ist etwas total anderes auf dieser Basis. Das Wissen, dass die Vergebung, die wir am Karfreitag erlebt haben oder gesehen haben, was bei Jesus am Kreuz gemacht hat, real ist, dass die Sünden vergeben sind, dass ich nicht wieder alles gut machen muss, dass mein Nachbar mich vergeben kann oder mein Ehepartner, sondern dass er mich vergeben kann mit einer Kraft, die nicht normal ist. Dass ich einen Frieden erleben darf in meinem Herzen, der nicht normal ist, obwohl ich es nicht retourzahlen konnte. Das ist das, was Jesus wirken kann in seiner Auferstehungskraft. Das hat nichts damit zu tun, von glaube ich es oder glaube ich es nicht. Sondern es hat damit zu tun, dass die Kraft real ist. Ob ich es glaube oder nicht, sie ist real. Und die letzte, vierte Sache, wenn er verstanden ist, muss ich nicht auf meine Leistung bauen. Muss ich nicht humanistisch sein und mir Mühe geben und besser werden. Sondern ich darf ihn an mir wirken lassen, dass ich diese Sachen tue. Ich muss mir nicht Mühe geben, meinen Nächsten zu lieben. Weil ich schaffe es nicht. Auch mit euch, obwohl ich euch gerne habe, ich schaffe es auch nicht, immer euch zu lieben. Manchmal fällt es mir schwer. Und dann darf ich beten und sagen, hey Jesus, bitte hilf mir jetzt. Es nervt mich gerade, was immer. Und ich darf merken, wenn ich eine Liebe überkomme und ich sage, ich weiß nicht warum, aber ich habe dich einfach gerne. Also ich sage es dir meistens nicht, dummerweise. Aber ich merke dann plötzlich, wenn ich die Leute gerne überkomme, so, ja, euch zum Teil, ich merke so, plötzlich, du aufhörst gern. Das ist nicht mein Können. Das ist Jesus, der durch mich durchwirkt. Und der mir die Kraft gibt. Genauso auch, wo mir Kraft gibt, Sachen zu machen, die ich nicht machen sollte. Weil ich will es machen. Mich zieht es in die Sachen an, egal was. Es ist Jesus, der verstanden ist und real lebt und das gibt. Und ich muss nicht mehr Gott predigen, hey, gebt euch Mühe, macht es noch ein bisschen besser, bitte. Ich liebe euch ein bisschen hinter und vorwärts gehen, das schafft man doch. Nichts. Wir müssen das nicht mehr predigen. Wer das predigt, predigt keinen verstandenen Christus. Ein verstandener Christus heisst, er lebt, er ist Kraft, wende dich an ihm, er kann es und du darfst es zulassen. Ja, Ostern ist ein Geschenk. Ein Geschenk an uns. Und dass er verstanden ist, ist nicht nur eine theoretische Frage. Sondern es ist etwas, das in unser Leben eingreift. Du merkst so, wow, das hat etwas mit ihm und meinem Leben zu tun. Es verändert etwas. Es macht etwas, dass er verstanden ist. Und das ist der Grund, warum wir als Familie je länger, je mehr Ostern immer grösser feiern. Weil wir merken, das ist gut, dass er geboren ist, Jesus. Aber viel wichtiger ist, dass er verstanden ist. Geboren sind wir alle. Aber dass er auch verstanden ist, das ist das Fest. Das ist der Grund, dass wir glauben können. Das ist das grosse Geschenk, das wir bekommen haben an den Ostern. Und natürlich gleichzeitig ein Auftrag, gell? Ein Auftrag im Sinn von, hey, wir dürfen von dem Geschenk erzählen, wir dürfen es weitergeben, wir dürfen es verteilen. Wir dürfen Gott davon reden und sagen, hey, dank Jesus geht das Leben weiter. Mit dem Tod ist nicht fertig.
Und das gibt Hoffnung im Fall. Dank Jesus ist die Türen offen im Himmel offen. Wir haben Frieden mit Gott. Wenn wir nicht Angst haben, dass der grosse Ankläger eines Tages kommt und uns verurteilt, ist er nicht mehr Gott nämlich. Nein, der Himmel ist offen und er wartet auf uns. Er freut sich, uns zu sehen. Und Gott freut sich übrigens nicht nur, oder er freut sich eben gar nicht, wenn ein Sünder stirbt. Hesekiel 33, Vers 11. Nein, er freut sich, wenn ein Sünder umkehren kann und zu ihm kommen. Gott hat keine Freude, dass ein Sünder muss sterben. Nein, er freut sich an jedem, der umkehren kann. Hey, das ist doch die Botschaft. Das ist der Grund. Und darum freut es mich, der Satz, Christus ist auferstanden. Und darum glaube ich, wenn wir als Gemeinde immer wieder sagen, jawohl, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das möchte ich jetzt gerade nochmal sagen mit euch, ich wüsste jetzt, was die Antwort ist. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christus ist auferstanden. Amen, so ist es. Halleluja.